Guten Tag. Guten Tag. Heute nehmen wir noch ein paar Runden auf. Ein, zwei. Müssen wir wieder was hochladen. Das ist ja ein Poketto. Nehmen wir einfach mal spontan mit. Das gefällt mir gar nicht hier. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ah, ich fahre mal da hoch. Bulldog ist gleich tot. Wunderbar. Läuft. Ach, das ist doch wieder zum Abgewöhnen. Himmel hilf. Himmel hilf. Ja. Himmel. Jetzt muss ich aber weg hier. Danke fürs Blockieren. Ja, wenn du halt total blind bist, ne? Show me your cupola. Okay, Glas ist mit dem Singen. Ich warte auf meine Gelegenheit. Läuft bei mir heute. Läuft, läuft, Leute. Ui, oh, jetzt Günther. Kommt der Angriff. Wir hatten noch eine Rechnung offen. Oh oh. Und es wird heiß, sehr verehrte Damen und Herren. Es wird richtig heiß. Aber ich entscheide mich spontan. Wir haben sie nicht mal. Ja, ich sehe es. Zu spät, ich komme nicht mehr weg. Jetzt bin ich auch noch leer. Dankeschön. Boah. Ist nicht gut? Nein. Mon Dieu. Na, er will mich. Er will mich. Nimm ich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Oh!
Oh, 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 Hallöchen, wie geht's? So, Burschi. Ist das Akku Akku oder was? Schnell weg. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, da stand noch der Brot. Ah, ich wollte den KV5 schnell rausnehmen. Aber gut, so ist es manchmal. Okay. Was geht ab, Löwe? Du chillst eine Runde? Och, guck, er hat die Feuertaste gefunden. Bravo. Good job. Klar. Ich glaube, das ist so ein 10-jähriges Kind, hey. Was sind die Schulden muss eigentlich? Himmel. Der KV5 stand, glaube ich, da. Mitten auf dem freien Feld. Ich weiß nicht, gefühlt 2 Stunden. Naja, ist egal. Ist so geil. Was macht der hier? Ah, einer muss cappen. Logisch. Mhm, der Ferdinand riecht. Fette Beute. Meine Herren, der Löwe. Ja gut, vielleicht hat er ja auch kurz einen Kundendienst machen müssen, wer weiß, ne? Bei ihm verstehe ich's. Oh, jetzt guck mal. Attacke! Attacke, oh Mann. Achtung! Achtung! Hast du es gemerkt, oder? Hallo? Ah, das ist sein Schutz. Er verstärkt sozusagen seine Panzerung. Mhm. Sehr clever. Also... Ah, jetzt hat er ihn verloren. Oh. Jetzt hat er seinen Panzerschutz verloren. Na, egal. Oh, 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 oh. Jetzt, das wäre dir nicht passiert, wenn du deinen Panzerschutz mitgenommen hättest. Aber nee, er musste wieder sein eigenes Ding machen, der Herr Löwe. Himmel. Aber er hat es zumindest, ich muss sagen, ich muss ihn jetzt mal loben, er hat es zumindest gemerkt, dass er beschossen wird. Es gibt ja Leute, die merken das nicht. Ne? Also glaubt es, ihr könnt es glauben oder könnt es lassen, aber es gibt Spieler, die spüren oder merken das nicht. Ne? Wir haben bestimmt eine 10.000er Wertung, wetten? Ja. Oh. Oh. Okay. Einmal tief durchatmen und sich sagen, jeder hat mal angefangen. Noch eine Runde. Und dann mache ich Schluss. Puh. Ja, die heißt, wer aufgeht, explodiert. Yeah. Okay, was machen wir da? Ich wäre eher geneigt, in die Stadt zu fahren. Ich bin zwar Med, aber ich muss sagen, wir fahren in die Stadt. Guck mal, mit Skorpion, die werden hinten stehen, obwohl das... Einmal gucken, wo der eine Skorpion fährt. Der ist von einem sehr guten Clan. Der mitspielende TD. Den müsste ich eigentlich mithalten können. Vor dem T34 muss ich mich ein bisschen in Acht nehmen. Jodeljochen haben wir auch.
Und ich sehe schon, wir haben ja den HWK unten stehen. Ja, jetzt schauen wir mal. Warte mal, ich könnte vielleicht versuchen. Von links will ich gar nicht schießen. Ganz vergessen hier. Forget it. Ich support meine Heavies. Und wir vergessen nie, dass wir aus Pappe sind, ne? In dem Borghetto. Und warten auf unsere Gelegenheit. Und manchmal, man mag es kaum glauben, bounce sogar was am Borghetto. Also ist mir auch schon passiert. Da haben wir den T34B. Scorpion, er macht mir ein bisschen Sorge. Aber wir haben ja drei Klicker. Mal ein bisschen gucken. Sehr defensives Team, guck mal auf die Minimap. Ist auch nicht, Freund. Klickt's und klickt's und macht's und tut. Sehr schön. Na, damit hast du nicht gerechnet, ne? Hast gedacht, du könntest ja die Stadt aufräumen, mein Freund. Ich bin noch offen. Ja, ich weiß, dass da ein Skorpion steht. Für den T29. Aber die Arti sieht mich. Komm, ich riskier's. Scheiß auf die Arti. Ah! Scheiße, ich brauch Leute. Na, Mist. Warum? Oh, die sind Drecksklicker. Ich krieg's an den Nerven. Aber ich lege ihn mal rein, okay? Oh. Scheiße. Ja, wenigstens habe ich den noch rausgenommen. Du bist halt, wenn du hast, hast es gesehen, sobald du in der Stadt aufgehst. Bam, bam, bam. Geil, oder?
Oh, das macht Spaß. Die Art, die Balance, das spielt total. Man ist ja so frei in seinen Entscheidungen. Ja, gut. So, von vornherein klar, dass ich das Pappe bin. Ich weiß es. Das ist bestimmt. Ihr wisst, was ich jetzt sage. Das ist bestimmt der Cousin vom Mr. Löwe. Ich bin mir fast sicher. Aber ist nur eine Vermutung. Oder ist es die kleine Schwester? Ich weiß es nicht. Ich will es irgendwie gar nicht wissen. Ich glaube, ich schalte aus. Sonst muss ich anfangen zu heulen. Komm, gucken wir noch das. Das ist schön. Wenn Artie stirbt, das ist immer ein schöner Moment. Bam! So, ist fein. Dafür hat sich der Weg gelohnt, T20. Du kriegst jetzt die Belohnung. Sehr schön. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Wir gucken jetzt zu, wie diese Klicker sterben. Und oh, die sind ja schon tot, oder? Ach, die sind tot. Die sind schon tot. Ne, eine noch. Na, da ist er. Hi, Zecke. Oh, ich bin mal, einmal bin ich durchgefahren, weiß ich noch. Und dann stand ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie, Boghetto, klar, kann schon sein. Stand ich zwischen drei Arti. Es war so einer der schönsten Momente in meiner WoT-Spielkarriere. Alle drei Klicker ausgenommen. Es war so geil. Danach habe ich erstmal Tüte Chips aufgemacht, so wie das die Klicker auch immer machen. Ein kühles Getränk geöffnet und habe angestoßen drauf. Das war schön. Mal gucken, was Mr. Pro macht. Oh, guck dir diesen Nick an. Hammer. Hammer. Der Drachenreiter, oder was? Aha. Ah, ja, jetzt weiß ich, was sein Plan war. Er wollte sich über die Mitte anschleichen. Aha. Ich habe einfach nur seine Taktik nicht verstanden. Sorry, ich entschuldige mich. Was ist denn das für ein Clan? Ich hätte jetzt eher so... Nee, so schwarze Punkte erwartet, aber gut. Ja, das ist, war sein Plan. Guck mal, genial! Jetzt nimmt er den Skorpion raus. Ich wusste es doch. Ja, gut vorbei. Gut geschossen. Nochmal. Ich weiß, du triffst ihn. Ah, okay. Oh. Ey, T34. Soll denn das? Hast du das gesehen? Ja, bei den Sims ist das anders, ich weiß. Eieiei, da kam doch glatt der Skorpion, oder? Guck mal da. Oh nein, er hat so schön gespielt. Jetzt lass ihn doch am Leben. Wisst ihr, Freunde? Ich höre auf. Also Leute, das halte ich nicht durch. Ach, guck mal, der Skorpion ist wenigstens tot. Unsere drei Klicker haben getroffen. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ding nenne. Arty Balanced? Oder Arty Balanced und mit Pros spielen? Also schauen wir mal. Ich müsste den Wehrpass noch angucken von dem. Ich glaube ganz fest, das war der Cousin vom Löwefahrer. Die müssen verwandt sein. Oh Mann, meine Nerven. Wo ist er denn? Ich bin hier. Ist es DPD? Nein. Hey, was ist denn da los? Okay, er hatte einfach einen schlechten Tag. Oder er sollte sich ein neues Passwort überlegen. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube aber trotzdem, dass der verwandt ist mit dem Löwefahrer. Okay, Leute. Für heute reicht's. Genug Schulkinder geklatscht. Mehr kann man nicht dazu sagen. In dem Fall, bis die Tage, ich lad, denke ich mal, wieder mal was hoch, gell?
Eine gute Woche wünsche ich euch. Bis dann. Ciao, ciao.